Zitrone kann ich noch nicht aufnehmen. Ich bin ja voll und ich kann die Scheiße nicht ablegen. Das nervt. Ich könnte den Platz gebrauchen. Ja. Okay, war ein Versuch wert, wa? War ja nicht so schlecht. Okay, weiter hier. In der Regel kann man hier immer buddeln an der Stelle, aber da ist diesmal auch nicht. Aber ich kann erstmal hier was freischalten, oder? Nö. Okay. Buddellöcher kommt jetzt mal. Meine Güte, meine Nase ist gerade explodiert. Diese ständige Wärmekälte, Wärmekälte geht einem so auf den Sack. Oh, nee. Geht einem. Ist jetzt hier endlich mal was? Und bestimmt auch wieder so eine Nachtscherbe, wa? Endlich mal eine Tagscherbe oder Traumscherbe. Es geht ja mal doch langsam voran. Gut, vielleicht jetzt hier oben wieder was? Es entwickelt sich, es entwickelt sich. Es wird langsam. Ich gucke immer wie so ein Kleiner auf dem Fußboden. In der Hoffnung, da ist irgendwo was. Wenn nicht mal dieses Gestrüpp in meinem Weg ist. So, drei haben wir jetzt. Es fehlen noch zwei. Es fehlen noch zwei. Jetzt wird hier nicht mehr da oben sein. Aber hier sind wir Bananen. Wie sieht das Inventar eigentlich aus? Ich bin eigentlich gut gefüllt und müsste eigentlich wieder loswerden, das Zeug. Aber ich kann das nicht, weil ich ja nicht ins Haus reinkomme. Das ist natürlich immer doof. Würde mich freuen, wenn jetzt wieder so ein kaputtes Buddelloch kommt. Nö, hier ist auch nicht. Da. Ja, eins. Noch eine brauche ich. Noch eine einzige. Jetzt kommen auf einmal zwei. Okay. Ja, ist okay. Nimm ich mit, die Scheiße aus schwarzer Weise. Jetzt bitte was anderes. Nein. Mann, ey, ehrlich, der macht's mir echt schwer. Ich kann in die Zukunft sehen. Ja. Dann wüsstest du, wo was liegt und würdest mir die Lösung sagen. Halt die Gusche, bevor du Blödsinn erzählst. Mal gucken. Kann ich nicht aufnehmen? Entwickelt sich hier etwas? Nö. Aber hier ist ein Apfelbaum. Nimm ich mit. Er kann in die Zukunft schauen und müsste eigentlich wissen, was eigentlich passiert. Dann könnte ich schon mal eine Lösung sagen. Aber da weiß ich ja nicht.
Der weiß ja nicht. Ich schaue jetzt mal auf die Insel. In der Insel ist in der Regel immer alle paar Sessions etwas. Eventuell jetzt auch wieder. Mal gucken. Ich hoffe es. Nee, im Moment nicht. Was doof ist, mal gucken. Vielleicht machen ja die Dorne etwas. Boah, nächstes Mal behalte ich einmal von diesen Dingern einfach mal welche im Inventar. Dann wird das vielleicht anders aussehen. Ich brauche noch eine einzige. Eine einzige brauche ich noch. Ist da vielleicht am Strand was zu holen? Nö, da ist nicht, da ist auch nicht. Hier auch nicht, okay. Diesmal ist ja nichts zu holen. Ja, wir suchen nach der Nadel im Heuhaufen. Und ich hoffe, dass wir es auch irgendwann geknackt bekommen. Aber es liegt ja nicht an mir. Wenn es an mir ginge, wird das alles leicht auffindbar sein. Aber das Spiel will mich ärgern. Das Spiel ärgert mich gerade hier richtig. So. So. Ich gehe mal hier rum, vielleicht finde ich, sieht man, ist ja wieder was. Okay, ich höre hier was. Aber im Moment ist ja irgendwie, als ob sich das Spiel gegen mich verschworen hätte. Einen einzigen brauche ich. Und diese eine einzige Sache, die dauert natürlich wieder ewig in 3 Tage. Selbst die Pflanzen wachsen nicht so schnell nach, wie ich die eine Sache hier suche. Mensch, ey, sonst ist das immer so schnell. Ich kann keine mehr aufnehmen. Gut. Dann bin ich schon richtig voll. So, wird das heute noch was? Wird das heute noch was? Kriegt man das hin? Kriegt man das hin? Ja, ich laufe hier nochmal eine Runde. Vielleicht finden wir ja irgendwas. Das wäre natürlich toll. Die besucht natürlich gleich mehr nehmen, weil er so alt ist und auch die Erfahrung hat. So, Hammer. Überrede Christoph bei dir, dem Zauber zu helfen. Jetzt müssen wir Christoph finden. Kein Problem, gefunden. Oh, hey. Ja, ich brauche deine Hilfe. Ja. Bis bald. Okay. Mach's gut. L, triff Ursula in der Höhle, in der ihr euch das erste Mal getroffen habt. Aha. Die will sich mit mir daten, die Alte.
Ich bin dein Vater. I love you. Ooh. I love you. Yes, I do.